So Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Star Wars. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, indem wir hier die Geschichte fortsetzen. Hallo. Ah, jetzt. So, dann müssen wir jetzt hier mal wahrscheinlich hin. Gut. Komm. Dein Schwert weg. Danke. So. Gehen wir mal hier. Wir müssen einfach hier diesen Weg verfolgen. Das machen wir auch einmal. Aua. Stehen bleiben. Die Königin kommt mit uns. Eure Majestät in Deckung. Bam, 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 bam. Kann mal irgendjemand anderes sein. In Sicherheit. Ich denke schon. Aber wem haben wir unsere Rettung zu verdanken? Wir sind Botschafter des obersten Kanzlers. Wir müssen dringend Verbindung mit der Republik aufnehmen. Habt ihr Transporter? Im Haupthangar, hier entlang. Aha, okay. Ihr seid super heftig. Oh. Aha, das Spiel hat sich einfach... Das Spiel ist einfach abgestürzt. Einen Moment, Leute, ich starte das mal eben neu. So, ich bin wieder zurück. Das Spiel ist wieder am Start und wir sind auch wieder da, wo wir gerade waren. Wir sollen jetzt die Folgen. Das machen wir auch einmal. So. Noch mehr Droiden. Lass sie nicht entkommen. Bam. Hallo, lauf weiter. Ja. Ja, ich sehe da doch. Ich habe da gerade schon wieder was gesehen. Let's go, weiter geht's. Ach, hier warten doch schon wieder welche auf uns, oder? Nö. Schneller. Ja, na klar. Eure Majestät, bleibt zurück. Hat. Komm, let's go weiter. Ja, komm, lauf weiter jetzt. Hopp. Junge. Wir müssen jetzt einfach die ganze Zeit die folgen. Das ist die Aufgabe, da oben links steht jetzt. Gut, machen wir das einfach mal. Ich sehe da schon wieder welche. So. Let's go, weiter. Das ist das Schiff ihrer königlichen Hoheit. Seid ihr bereit? Ja. Da ist die Blockade.
Wow. Oder was zur Hölle? Wir haben wieder Energie, der kleine Druide hat's geschafft. Wir haben nicht genug Energie. Der Hyperantrieb hat ein Leck. Hier, Meister. Tatooine. Er ist klein, abgelegen und arm. Die Föderation hat dort keinen Einfluss. Der trinkt das erstmal. Okay. Mach bei Moos erstmal einen Vorschläge, wo wir landen sollen? Am ehesten können wir die benötigten Teile im Raumhafen Mos Espa finden. Dann auf nach Mos Espa. Aber lande ein wenig außerhalb. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Weiß nicht, wo das ist. Hallo. Ah, hier. Landen, ja. Okay. Ich habe übrigens immer noch Corona. Ob es besser geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe halt immer noch Halsschmerzen und Kopfschmerzen, ne? Hallo. Mach doch jetzt. Ah, endlich. Also ich habe immer noch Halsschmerzen und Kopfschmerzen. Und auch Schnupfen. Wir sind angekommen. What the? What is that? Wartet! Ihre Hoheit befiehlt, dass ich mit euch komme. Sie will mehr über diesen Planeten erfahren. Wer sind du denn? Ich bin Padme, eine Dienerin der Königin. Das ist kein guter Gedanke. Aber wenn die Königin es wünscht... Also gut. Wir müssen jemanden finden, der die Teile verkauft, die wir brauchen. Moinsen, ihr Werners. Ich weiß, was ihr braucht. Ihr braucht... einen süßen kleinen Propellerhut für euren schäbigen Astromech. Das gibt dem kleinen Selbstvertrauen. Jede Wette. Naja. Findet in Mos Espa mehr über die Reparatur des... Was weiß ich aus? Okay, muss er jetzt hier einfach die ganze Zeit durch die Gegend kutschieren und fragen oder was? Scheint so. Nee, ich weiß gar nichts darüber, wie man Schiffe repariert. Hey, warum schaut ihr euch nicht lieber ein paar Pottrennen an? Die Straße müsst ihr lang. Macht mehr Spaß, als Hyperantriebe zu reparieren. No. Oh, ich nett. Viele Völker und Regeln sprechen fremde Sprachen. Ja, schon. Lasst mich raten. Ihr sucht Schiffsteile? Na klar, jeder tut das. Dann solltet ihr zu Watto gehen. Sein Laden ist am anderen Ende der Stadt. Watto. Such Schiffsteile in... Ja. Ist dich. Entschuldigung, war nicht so gemeint. Hallo, Super Danaka. Ja, Geschichte. Für einen Nubien, Typ J327. Ich habe 20.000 republikanische Dataris. Republikanische Credits sind hier nichts wert. Ich brauch was Besseres. Du bist ein lustiger kleiner Junge. Ich baue einen Pottrenner. Du musst die Reflexe eines Jedi haben, wenn du solche Rennen fährst. Hey, morgen ist doch Bon Taif, das große Rennen. Ihr könntet meinen anmelden. Anakin. Das Preisgeld wäre mehr als genug für ihre Ersatzteile. Die Macht ist ungewöhnlich stark in ihm. So viel steht fest. Er hat etwas Besseres verdient als ein Sklavendasein. Der Junge erzählt mir, ihr wollt ihn in dem Rennen sponsern. Ich habe einen Pott bei einer Wette gewonnen. Ich setze meinen nagelneuen Pott gegen den Jungen und seine Mutter. Kein Pottrenner ist zwei Sklaven wert. Dann nur der Junge. Abgemacht. Jetzt muss ich ein Rennen fahren, oder? Sollten wir zur Arena gehen und den jungen Anakin für das Rennen anmelden. Okay. Dann melden wir uns mal an. Also, naja, den Jungen, ne?
go, let's go, let's go. Ach ja. So macht das Spiel eigentlich recht Spaß, ne? Übrigens, für euch kommt morgen sogar auch ein Video. Auch wieder von Lego, nämlich Lego Jurassic World. Habe ich nämlich jetzt länger nicht gespielt, so wie Lego Star Wars. Habe ich auch jetzt länger nicht gespielt. Deswegen kommen diese zwei Spiele jetzt auf jeden Fall wieder öfters. Um einfach auch mal irgendwann mal fertig zu werden mit diesem Let's Play von diesem Spiel. Ja, genau. So, gehen wir aber jetzt erstmal hier hin. Und die Geschichte hier wieder mal fortsetzen. Aha. Hier kann man wieder so ein komisches Raumschiff sehen. Schiffsklasse Bomber. Ah ja. So. Warten wir erstmal hier kurz. Nach dieser Dings. Mal gucken, was uns erwartet. So. Übrigens, in meinen Videos werden jetzt immer gekennzeichnet, was das für Spiele sind. Also, ja. Falls mal jemand nicht weiß, was das ist, der kann das dann einfach finden. Das ist absolut richtig. Und viele Zuschauer von allen Ecken und Enden des Outer Rim. Eine Nachmeldung! Der junge Anakin Skywalker! Ein Junge aus der Gegend! Vergiss nie, konzentrier dich auf den Moment. Fühlen, nicht denken. Nutze deinen Instinkt. Mach ich. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Aber warum hängt das denn für den Scheiß hier? Ja, aber wie wir das machen, das seht ihr nicht jetzt. Euren Chat, das machen wir. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.